Die Bob-Jury 2017 tagt dieses Jahr auf Einladung der Lufthansa Cargo im Lufthansa Tagungscenter in Seeheim. Die Bob-Jury in dem 20. Jahr ihres Jubiläums bei uns zu haben, ist eine besondere Ehre. Und ich muss sagen, aus ein paar Jahren Jury-Erfahrung finde ich es besonders inspirierend, sowohl ein Netzwerk hier schon vorzufinden, mit dem man sich vertrauensvoll austauscht, offen und ehrlich, denn das ist ja auch die Maßgabe, offen und ehrlich beim Austausch zu sein und immer wieder frischen Wind zu bekommen. Unterschied zwischen B2B und B2C? Ja, gibt es. Gleichzeitig wird er immer kleiner und verschmelzt. Also im Sinne von, die ganzen Erfahrungen, die ich mache, die Kanäle, die ich bespielen muss, sind auch im B2B die gleichen wie im B2C. Ein großer Unterschied zwischen B2B und B2C-Kommunikation ist natürlich, dass B2B wesentlich komplexere Themen und Aufgaben zu bewältigen hat, wo man tiefer in die Materie einsteigen muss, wo Zusammenhänge wesentlich komplexer sind als bei B2C-Kommunikation, was eine besondere Herausforderung ist und der man sich natürlich auch stellen muss als Werbungtreibende wie als Agentur. Zum einen hat man im B2B meistens auf der Kundenseite, also respektive bei den Käufern, ganze Gremien, die man ansprechen muss und nicht nur eine Person, die man dann überzeugen muss mit der Kommunikation. Dann geht es meist ja auch um höhere Investitionen als bei irgendeinem Consumergut. Das heißt, die Werbung muss auch entsprechend wertig daherkommen, damit man hier sich differenzieren kann. Also was mir sehr angenehm aufgefallen ist bis dato, ist, dass man sich Zeit nimmt. Das, was in vielen Jurys komplett untergeht, dass man Zeit nimmt, sich die Sachen wirklich anzuschauen, auch zu lesen und so nachzufragen, auch bisweilen auch Kommentar von den anderen Jurymitgliedern einzuholen. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, weil das bieten nur sehr wenige Jurys. Wenn ich an die Zukunft des Bob denke, finde ich, sind wir jetzt sehr gut unterwegs, gerade mit dem Aufgehen, sag ich mal, im Deutschen Marketingverband. Automatisch eine große Gemeinde und ein großes Profil, und damit erwarte ich mir auch für den Bob in der Zukunft weiter viel mehr Rückenwind unter den Flügeln. Die Bob-Jury ist für mich als Marketingleiter der DATEV eine ideale Gelegenheit, einmal im Jahr die besten Arbeiten aus der Business-to-Business-Kommunikation anzusehen und zu bewerten und gemeinsam auch im Diskurs mit den Jurykollegen zu erleben und zu erfahren, was gut ist, was wichtig ist, was im Trend ist. Den Bob als Wettbewerb mit auf den Weg zu geben, ist, dass er noch mehr für sich trommelt und noch mehr Aufmerksamkeit im Vorfeld versucht zu erregen bei werbungtreibenden Agenturen. Das Konzept der Jurytätigkeit ist einfach grandios.